Das wirklich war, nimmt er etwa wieder Mario Kart Wii auf? Ja, aber es ist kein Let's Play mehr. Ich habe es ja schon längst beendet. Das ist nur noch mal. Ja, ich will dieses Spiel auch wirklich zu Ende machen und mein Versprechen halten. Bis Part 10 die Online-Parts machen. Aber wieso Let's Plays? Aber wieso machst du ein Video, obwohl du dein Let's Play beendet hast? Mysteriös, keine Ahnung. Ich glaube mal, man kann, wenn man das Let's Play beendet hat. Also, ich schreibe da nicht mehr Let's Play hin hinter Mario Kart. Ja. Ja. Ich will nur die Online-Parts fertig machen, die ich im Let's Play vergessen habe. Und das Let's Play ist schon, was weiß ich, 4, 5 Wochen vor. Ja. Das ist alles schon vorbei. Das ganze Let's Play habe ich schon beendet und ich will nur noch die Online-Parts fertig machen. Aber das ist kein Let's Play mehr, das ist nur noch ein Free Gaming. Free Game mit euch. Okay, habt ihr das verstanden? Heute spiele ich mit dem lieben Knochenbowser wieder mal. Yannick ist diesmal wieder nicht dabei. Schade. Vielleicht ja nächstes Mal oder auch gar nicht mehr. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob er mich noch mag oder nicht. Aber egal, wie seht ihr den? Seht ihr den Mii? Ja, das ist mein Luigi-Mii, den ich selbst entworfen habe. Wenn ihr den alle auch haben wollt, dann seht das Video mit meinen Miis, Mario und Luigi. Super, dann kann es ja losgehen hier mit dem Internet-Scheißding. Mein Husten ist auch immer noch da. Ich weiß, bla bla, Husten, Husten, haha, Hust, Hust. Ich habe, ich glaube, ich habe Arsch offen. Ich habe das Internet an. Ich könnte ja auch ein bisschen Spannung hier reinbringen und ein bisschen Mucke mit einbeziehen, aber das will ich nicht. Nein. Mario Kart Wii macht auch ohne Mucke viel Spaß, außer. Aber kommt ja auch mal einer. Hallo, mag mich denn keiner auf der Welt hier leiden? Oder kann mich hier auf der Welt niemand leiden? Oder wieso empfängt ihr hier gar nichts? Bestimmt wegen diesem Internet hier, wegen dieser Netzwerkverbindung. Goddamn, empfange Spieler oder ich hau dir in die Fresse, wenn du hier nicht einfach mal ein paar Spieler reinbeziehst. Nein. So, mal wieder der Fehlercode auftauchen, der mir echt den auf den Sack kriegt hier, der kriegt wohl ein paar aufs Maul. Wenn ihr nicht richtig funktionieren will hier, der BÄM kriegt da einer in die Fresse. Verbindung mit Nintendo WFC. Wie ich auch schon sagte, ich habe das Let's Play schon beendet und mach's auch nicht weiter. Den letzten Part habe ich schon gemacht, den Bonus-Part und Schluss ist. Das ist kein Let's Play. Ich wiederhole nur die Online-Parts. Ihr solltet es endlich mal verstehen hier. Ja, okay. Hätten wir das auch geklärt. Jetzt müssen wir nur warten, bis ein paar Spieler auftauchen und mit uns zocken wollen. Nicht, dann nicht. Da keine Ahnung. Dann machen wir was anderes. Nein, dann machen wir nichts anderes. Ich will das Online-Parts fertig kriegen. Ich will hier nicht 10 Stunden rumsitzen und hier zeigen lassen. Fehlercode, Fehlercode, Fehlercode. Kannst keinen Spieler empfangen, du bist scheiße, du bist Bastard, du kannst nichts. Die ganzen Kommentare haue ich einfach in Müll, die negativen. Die sind mir alle scheißegal. Auch wenn ihr schreibt, du bist so bad, du bist so shit, du bist kacke, du bist einfach nur ein Arschloch, auf Let's Plays zu machen. Zu denen sage ich nur selbst scheiße und hört auf so eine Scheiße zu schreiben. Ich hasse es. Dann werde ich einfach euch disliken, euch abonnieren, euch dann wieder abonnieren. Und dann fettes Daumen runter geben. So ist das eben.
Wer was Schlimmes sagt, kriegt eins in die Fresse und oh, zwei Spieler wird's mich verarschen, aber werde ich doch wieder gekickt. So, wer ist denn dabei? Ich, Chica, Mary, Emily, Player, Hugo, Logan, Bob. Ist das ein Nein. Ist das einer aus Norwegen? Weil die Flagge kommt mir so komisch. Guck mal, ist Norwegen oder. Keine Ahnung. Also Schweden kann es sowieso nicht sein, weil die Flagge sieht anders aus. Die ist blau. Hat so weiße Streifen, also Striche, die so ein Kreuz bilden sollen. Also ein Plus sozusagen. Du. Spielt ja einer Knochenbowser? Ich glaube nicht. Nein. Hier spielt nur einer Bowser. Hä? Hey. Hi Logan. Hi Mary, die gerade an Logan vorbeigezischt ist. Und hier ist irgendwie. Skill und hier nochmal alle Spieler gegen die ich kann nicht mehr sprechen, ich muss endlich mal wieder ausführlich sprechen lernen, sonst bin ich voll am Arsch, dann wenn die Let's Plays beschissener, dann wird mein ganzes Leben beschissener, dann wird alles beschissener, sogar meine Videos, die ich hochgeladen habe, sogar die Link Between Worlds Let's Plays gehen in den Arsch. Nein, die gehen nicht in den Arsch, die werden sich sowieso hier. Bip, bip. Nach einer Zeit werden sich sowieso so viele Zuschauer die ganzen Videos anschauen und dich abonnieren. Das kommt nach einer Zeit alles noch. Aber wenn du so richtig schlechte Videos machst, dann wird das nichts. Nein, dann kannst du gleich aufhören. Dann kannst du gleich deine Let's Player-Karriere in den Müll schmeißen und dann sagen: Das kann nicht sein. Wieso will mich keiner? Weil du keine guten Videos machst, deswegen. Du musst gut kommentieren. Erstens, du musst gut kommentieren können. Zweitens, du brauchst eine gute Quali, wie bei mir hier. Ja, nicht so gut, aber bei New Super Mario Bros. 4 und anderen Spielen auch. Also gute Quali, ne? Außer bei manchen Bereichen, da kratzt die übel ab, die Quali. Aber egal. Erstens, du musst gut kommentieren können. Zweitens, du musst eine gute Kamera haben. Und drittens, du musst gute Spiele let's playen. Spiele, die jeder schon gespielt hat und die richtig Bock drauf haben, das nochmal zu spielen. Zum Beispiel Online-Game Mario Kart Wii, New Super Mario Bros. Wii, Super Mario Galaxy 2 und Assassin's Creed 3 und was weiß ich, was es noch für ganzen Spiele gibt hier. Ne? Also, ja. Das ist eigentlich das Grundprinzip eines Let's Players, hier coole Spiele zu aufzunehmen und gut zu kommentieren und auch ein paar Witze zwischendurch zu reißen, ne? Das macht ja erst den Let's Player, glaube ich, interessanter oder so. Was man nicht machen sollte, seine Identität aufklären, so wie bei meinem Video, da wo ich ein bisschen mein Gesicht gesehen, ne? Sollte aber keiner drüber. Alter! Der grüne Panzer ging durch und durch. Und ich treffe mich natürlich von meinem eigenen Panzer, Mann. Das geht ja gar nicht. So, ein paar Themen zwischendurch kommen jetzt auch mal wieder. Also, Skyward Sword geht ja auch gut voran. Heldenmodus werden wir im nächsten Jahr machen. Weil keine Ahnung, ob ich das in diesem Jahr noch schaffe oder so. Keine Ahnung! Skyward Sword Heldenmodus werde ich auch noch machen. Aber dabei werden die Parts auch länger. Hat der jetzt wieder was Tolles vor, hier die Parts länger zu machen oder was? Ja, habe ich. Aber der Heldenmodus ist irgendwie ein bisschen tricky und auch eine Neuigkeit, eine richtig coole. Nämlich, es hat irgendwas mit dem Himmelsstrahl zu tun. Noch nicht in die Kommentare posten, was es ist. Die anderen sollen es selbst herausfinden. Die noch nie Skyward Sword gezockt haben, das sofort zocken, Mann. Oh, der Heldenmodus erstmal haut rein, aber die Story ist definitiv gleich. Das finde ich auch. Ja. So man an der Story so ändern können im Heldenmodus. Ich meine, Story ist gleich. Alles ist gleich hier. Du kannst doch nicht kannst ja nicht hier irgendwas an dem Spiel ändern. Zum Beispiel jetzt Wind Waker. Ne? Das ist auch ein tolles Spiel. Das werde ich auch noch let's playen, wenn ich erstmal einen tollen Emulator gefunden habe.
Also ich werde die GameCube, vielleicht wird ja auch irgendwann Wii U Emulator rauskommen, da werde ich dann Wind Waker HD LP natürlich auf den Emulator werde ich aufnehmen, dass die Quali sowieso besser, nicht mit der Kamera, sondern mit dem Aufnahmeprogramm beim Emulator. Und ja, die es noch nicht wussten, man kann auf den Emulator aufnehmen, ne? Sollten es schleunigst ausprobieren für die Let's Player werden wollen oder so, oder keine Ahnung, all die Anfänger da draußen. Und ich bin hier der letzte Volltrottel, der hier irgendeinen Scheiß macht, um hier Asche zu werden, Mann. Das geht ja gar nicht. So, und ich werde euch auch nicht mit langweiligen Sprüchen. Ach du Scheiße, Alter, gehen die ab. Ich werde euch auch nicht mit langweiligen Sprüchen zu pömpeln. Sozusagen, also prempeln oder keine Ahnung oder keine Ahnung. Ich werde euch auch ein wenig mit coolen Themen füttern. Fuck. Es soll auch heißen, irgendwann soll Majora's Mask, was ich auch hoffen will, für 3DS rauskommen. Das würde mich echt freuen, aber ich glaube mal, das kommt nicht für 3DS raus. Das kommt für gar keine Konsole raus. Weil ich glaube nicht, dass die das so hinkriegen, dass Majora's Mask für 3DS rauskommt. Ich, ja, würde mich freuen, aber... Ja, es wäre auch eigentlich cool, in 3D, das in 3D zu spielen. Wenn das eine gute Idee davon ist, dann macht's ruhig. Aber irgendwie ist das Zelda ein wenig zu schwer, weil 3 Tage Zeit für... Keine Ahnung. Irgendeinen Scheiß zu machen, hier alle Tempel... Ja, ich könnte euch ja mal die Anleitung... sagen, für die, die es noch nicht gespielt haben. Sollte ich es nicht sagen, für die, die es schon gespielt haben, brauche ich es ja auch nicht so sagen. Also sage ich euch ein wenig von Majora's Mask. Also, bei Majora's Mask. Du hast Link hat 3 Tage Zeit, um die Welt zu retten. Und ja, mit einem komischen Instrument kann er... Und einer komischen, also hier so ein Lied, kann er jederzeit die Zeit zurückspulen, aber natürlich wird der Verlauf auch zurückgespult. Ja, und das muss er die ganze Zeit machen und versuchen, alle Tempel zu schaffen und ja, aufpassen, dass die Stadt nicht zerstört wird. Also mehr kann ich euch dazu nicht sagen, sonst verhauen mich die Typen von Nintendo, dann sagen sie, Alter, was hast du denn da für einen Scheiß gelabert? Du bist ja voll der Penner. Ja, und dann? Was passiert dann? Dann kann ich nicht mehr über irgendwelche Nintendo-Spiele quatschen, oder? Passiert das wirklich? Ich hab keine Ahnung. Aber egal, ich rede hier zu viel und... Na, egal. Animal Crossing, let's go to the city, weil ich sowieso bis Part 15 machen. Oder soll ich doch heute machen, bis ich das Haus fertig habe? Hm? Ihr könnt das entscheiden, ich nicht. Weil, ich weiß nicht, ob ich das... Ich weiß nicht, eigentlich wollte ich euch nur das Spiel zeigen. Also, Spiel ausführlich zeigen, wie es so ist und so. Und für die, die es noch nicht haben oder haben wollen. Ja, und, also, ich wollte das Spiel euch eigentlich nur zeigen, aber... Wenn ihr wollt, dass ich das Haus ganz abbezahle, also das Spiel komplett durchspiele, dann ist es mir scheißegal. Und werden wird das Let's Play länger gezogen und so lange beendet. Und dann, dass ich das dann so lange mache, bis ich das Haus komplett abbezahlt habe. Und das Spiel dann durch ist. Wo man dann noch viel mehr machen kann. Verdammte Kacke, meine Wii-Fernbedienung klopft schon wieder gegen den Tisch. Und mein Spielverlauf hat sich verschlechtert. Also nicht so verschlechtert, sondern die Gegner, also die hier online zocken, die sind so harte, die schneiden jedes Item um die Ohren hier. So, natürlich spiele ich immer mit Knochenbowser, mit dem Bowser-Bike und einmal spiele ich auch mit dem Wario-Bike. Oh, mit dem Wario. Ja, mit dem Wario-Bike bin ich auch früher gefahren. Wo ich noch nicht mit scharf bedriftenden Bikes, zum Beispiel mit dem Bowser-Bike fahren konnte, bin ich immer mit dem Bowser-Bike gefahren. Oh ja. Yeah.
Und ja, ich vermisse auch Mario Kart Double Dash. Das habe ich vor kurzer Zeit ausgeliehen von einem Freund natürlich oder von meinem Cousin, ich weiß es nicht. Ich glaube, von einem meiner Bekannten habe ich es ausgeliehen und dann, ja, habe ich es eine Runde gezockt. Hat echt Spaß gemacht. Ja, ich würde es nochmal zocken. Wie den Spezial. Wieso das Spiel so besonders ist, wegen den Spezial-Items. Alter Gott, hab ich den Bowser-Panzer gemocht, ey. Ich hab. Oh, das war so cool. Ich fand den Bowser-Panzer einfach nur geil. Er hat alles aus dem Weg geräumt, was nur geht. Und die Kettenhund natürlich auch. Oh, es war das geil, das Spiel. Aber jetzt kann ich so nicht mehr zocken und ja. Ich würde es aber noch gerne Let's Playen. Ja? Weil ich vermisse ein wenig die Spezial-Items und ich will es wirklich nochmal zocken. Das ist echt ein cooles Spiel und ich bin Zweiter und ich sollte mich lieber mal beeilen, denn die Kong ist auf dem Weg und will uns überholen. Aber wird getroffen! Wir haben die Chance, Zweiter zu werden und wir kriegen sie auch. Gott, ey, mein Gott, Alter, was ist das denn für ein Online-Rennen? Das habe ich ja noch nie erlebt, Mann. Na, noch einmal. Ein einziges Mal habe ich es erlebt. Ja, was ich so alles bei Mario Kart Wii erlebe. Ja. Nee. Okay, da kommt jetzt nur noch eine Strecke dran. Und das war's dann für heute mit den Parts. Okay. Ich gehe mal kurz die Tür zu machen, denn die Stadt übelst. Hier bin ich wieder. Was ich übelst scheiße finde, dass ich, wartet kurz, ich muss mal kurz was überlegen. Ich habe den ersten Teil der ersten Game-Runde gelöscht und das finde ich voll scheiße. Weil, ja, ich dachte, dass, also das Video war doppelt, ne? Dann habe ich es gelöscht und dann, blub, war es weg. Aber ich glaube, das war ein Fehler, weil ich das wusste ich ja nicht. Und dann habe ich herausgefunden, oh Scheiße, Mann, was habe ich getan? Jetzt kann ich es nicht nochmal wiederholen, jetzt muss ich es so lassen. Das gelöscht ist das gelöscht, du kannst dagegen nichts unternehmen, nein. Und ich kann es auch nicht nochmal machen, denn das ist mir zu viel Arbeit und. Das würde ich sowieso nicht mehr hinkriegen. Also, was bringt das noch? Egal. Daisy ist vor uns. Wenn wir jetzt noch Erster werden, dann bin ich voll gut, Mann. Aber nicht so gut, wie ich denke, denn na, so gut werde ich nie im Leben sein. Also im Online-Rennen. Fahr runter! Nein, ich wollte das so runter, aber du hast doch. Ach du Hell, ja. Hättest den roten Panzer sowieso abwehren können, weil du Bananen hast. Ein Ab. Oh, verdammt, ey. Puh. Mist, ich hätte mir den roten Panzer aufsparen sollen, aber egal. Mein Gott. Wen interessiert denn für einen roten Panzer hier so eine Scheiße zu machen? Ah, oh, Robbie, du kommst nicht weit. So. Anscheinend fahren alle die Abkürzung. Manche kennen sie noch nicht mal. Weil sie. Komisch. Komm schon, komm. Was? Nein, der ist erst daneben. Was? Hier ist ein Cheater. Hier ist ein Cheater. Definitiv, hier ist ein Cheater. Da vorne ist er. Da bist du. Oder nein, es ist der Yoshi. Es ist der Yoshi. Es ist der Yoshi. Und Baby Peach. Baby Peach und Yoshi sind Cheater. Also, alle Achtung. Ja. Cheater hin oder her, der Part ist zu Ende. Wir sehen uns im nächsten grandiosen Part von Mario Kart Wii. Bis dann, ciao und viel Spaß noch.